bis zu dieser Nacht dachte ich immer, ich muss immer Bedingungen erfüllen, um geliebt zu sein. Oder immer wenn, dann. Wenn ich viel trainiere, dann werde ich die Nummer eins. Wenn ich gute Noten schreibe, dann ist die Mama zufrieden. Wenn, dann. Aber in dieser Nacht erfuhr ich was anderes. Du bist schon geliebt. Wie? Ich habe doch noch gar nichts für dich gemacht. Wir sind sehr, sehr glücklich, denn wir haben eine ganz, ganz besondere Vortragende, die ja, einen sehr, sehr weiten Weg auch jetzt hinter sich hat. Und ja, vielleicht kennt sie manch einer unter der Schwester, die mit dem Skateboard fährt, aber sie war auch Meisterin, also eine Leistungssportlerin und Meisterin am Schwebebalken, hat eine Bekehrung hinter sich, hat eine Gemeinschaft gegründet und so weiter und so fort. Und heute ist sie bei uns beim Jugendtreffen und spricht zu uns. Liebe Theresa Zukic, wir freuen uns, dass du da bist. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr seht so gut aus hier. Ihr seid ein Wunder. Deswegen sagt bitte zur Nachbarin oder zum Nachbarn, dreht euch um. Boah, siehst du gut aus, du bist ein Wunder. Ich freue mich sehr, wieder bei euch zu sein. 2015 war ich das letzte Mal da und ich möchte mich für die, die mich nicht kennen, kurz vorstellen. Mein Name ist Schwester Theresa, bin 58 Jahre, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Ich wollte immer 18 werden, gebürtig aus Kroatien. Mein Vater war Fußballspieler, ist entdeckt worden, so kamen wir nach Deutschland. Ich habe sein sportliches Talent geerbt, das habt ihr gerade gehört, aber das seht ihr mir heute nicht mehr an, aber dass ich es mir glaubt, deswegen habe ich Bilder dabei. Und mein Leben war geprägt bis 18 Jahre mit Leistungssport. Ich kannte aber Gott nicht, war nicht getauft. Ich wusste nichts von Gott, kam dann in die Leichtathletik, war badische Meisterin im Mehrkampf. Und ich dachte, jetzt geht's richtig los. Ich kam auf ein Sportinternat, habe 40 Stunden die Woche trainiert. Und ich wusste, jetzt geht's richtig ab. Doch dann kam eine Nacht, die mein Leben völlig auf den Kopf stellte. Meine Freundin hat ihr Zimmer umgeräumt, legt in mein Zimmer ein paar Bücher und gegen 2 Uhr früh wache ich auf, kann nicht mehr schlafen. Wälz mich im Bett, denk, hörst Musik, Queen, meine Lieblingsgruppe, nichts genützt. Denk, ich lese was, vielleicht wirst du wieder müde. Und ich greife zum erstbesten Buch, was da war, und es war die Bibel. Ich hatte noch nie in die Bibel geschaut. Und ich schlage irgendwo auf, steht da Bergpredigt, was ist das denn? Und wenn ich den Satz lese, selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen, werde ich existenziell berührt. Erlebe Gott, lies weiter, ein verrückter Satz, wenn dich einer auf die rechte Wange haut, halt ihm die linke hin, wie kann man denn so leben? Ach, hat's dir gut getan, schlag doch bitte nochmal zu. Wenn man das könnte, dachte ich, das wäre eine Macht, die Macht der Liebe. Lies weiter, fahr von Jesus, wie er brutal ermordet wurde, wie seine Freunde sagen, er lebt. Am nächsten Tag hatte ich ein Basketballspiel und wie ich so einen schönen Korb werfen will, werde ich sehr bös gefault, alles schimpft schon und früher hätte ich dir bestimmt Revanche gezeigt. Doch dann fiel mir dieser Satz mit der Wange ein, ich habe anders reagiert und gemerkt, das stimmt so ein Frieden, da ist was dran. Bin wieder nach Haus gelaufen, in diesem Buch gelesen, so fing mein Abenteuer an mit Jesus Christus. Ich habe mich taufen lassen, meinen Sport aufgegeben, am sozialen Jahr bin ich ins Kloster eingetreten bei der Vinzentinerin von Fulda. Die wussten aber nicht, was sie mit mir anstellen sollten, ich hatte noch keine Ausbildung. So war ich auf vielen Bereichen der Pflege, habe Altenpflegehelferin gelernt, später Religionspädagogik studiert und ich kam in ein sehr schwieriges Milieu in der Nähe von Frankfurt am Main und habe dort Streetworking gemacht, die Kids von der Straße geholt und eben das getan, was ich immer schon konnte. Fußball spielen, Basketball spielen und Skateboard fahren. Aber ich wusste ja nicht, dass mich eines Tages eine große Fernsehsendung entdeckt. Margarete Schreinemakers hieß die. 5 Millionen Zuschauer sahen das und über Nacht wurde ich die Skateboard fahrende Nonne. Ich sage euch wirklich, ich kann das blöde Brett nicht mehr sehen, aber es hat viele Türen geöffnet. Die Leute haben gesagt, wenn eine katholische Schwester Skateboard fährt, tut sich da mal
mal was. Es hat sich sehr viel getan. Dieses Bild ist inzwischen auf der ganzen Welt erschienen, von den Philippinen bis Ohio. Aber dass ich noch mehr tue als Skateboardfahren, hat sich auch rumgesprochen. In dieser Zeit gab Gott mir den Auftrag, eine neue Gemeinschaft zu gründen in der katholischen Kirche für Schwestern, Brüder, Eheleute. Und wir gingen ins Bistum Bamberg, die sagten ja, und jetzt haben wir an Pfingsten 29 Jahre gefeiert, bekannt geworden, vor allem durch unsere Kindergottesdienste. Stellt euch vor, 300 Kinder kommen freiwillig über 11 Jahre, alle 14 Tage in die katholische Messe. In über 50 Gemeinden durfte ich das mit initiieren. Eine andere Leidenschaft von mir ist die Musik. Neue Musicals habe ich komponiert und aufgeführt mit meiner Pfarrei, meistens so mit 100 Mitwirkenden. Und weil ich bei diesen Musicals manchmal rappe, hat die FAZ geschrieben, ich wäre die deutsche Antwort auf Sister Act. Aber mein Musical war vor Sister Act. Kinder und Jugendliche waren schon immer eine große Leidenschaft. Wir haben alle 2 Jahre ein Großkirchenfestival gemacht mit Maite Kelly und andere Künstler, zu zeigen, Kirche kann ganz lebendig sein. Aber da seit 2011 bin ich praktisch fast nur noch unterwegs, freigestellt zu Vorträgen bei katholischen Gemeinden, evangelischen Frauenfrühstück, bei Landfrauentagen, Wirtschaftstagen, IT-Firmen. Ich weiß gar nicht, wer immer klingelt. Und jetzt war halt mal wieder Pöllau dran, ne? Dankeschön, ich freue mich, hier zu sein. Immer wieder in den Medien gewesen, in vielen Sendungen, sogar mal mit meinem Pfarrer Franz, der leider vor 3 Wochen verstorben ist, war ich sogar mal in der Quizshow bei Jörg Pilawa. Eine Quizshow, ich weiß nicht, also ich sag's euch, wir standen vor unserem 10-jährigen Jubiläum und wenn man Kirche mit Qualität macht, brauchst du gutes Equipment. Und ich hatte noch nicht mal ein Auto, da fing ich an zu beten, lieber Gott, wenn du mal was übrig hast, denk an mich. Und nach einem Jahr rief diese Castingfirma an, ob ich in die Quizshow will. Da wusste ich, mein Gebet ist erhört worden. Jetzt mussten wir aber einen Test machen, überhaupt was wissen. 25 Fragen in München, hunderte Kandidaten. 25 Fragen in 3 Minuten richtig ankreuzeln. Wir haben es geschafft. Und und nach 3 Wochen waren wir plötzlich in Hamburg. Ich kann euch sagen, es ist ein Unterschied, ob ihr im Wohnzimmer sitzt oder auf diesem Stühlchen, glaubt mir, ne? Daheim denkst du, wie dumm sind denn die da vorne? Aber wenn man selber dort ist in der Quizshow, denkt man, ne, oh Jesus, ja, jetzt musst du mir beistehen, ja. Und Gott hat uns beigestanden. Wir haben 100.000 Euro erspielt. Das war ein großer Segen. Wir konnten nicht nur ein Auto kaufen, sondern viele Projekte unterstützen. Hab auch mich sogar getraut, mal bei immer wieder sonntags vor Millionenpublikum einen Schlager zu singen. Für einen guten Zweck natürlich. Habe verschiedene Preise bekommen, unter anderem den Kulturpreis für Musik und Gegenwartsliteratur des Bundesverdienstorden und unfassbar für mich vor 2 Wochen den Bayerischen Verdienstorden. Schreibe sehr viele Bücher und male gerne, wenn ich zu Hause bin und nichts zu tun habe. Und ich koche sehr gerne, bin Hobbyköchin. Und ja, und dann dachte ich, lieber Gott, jetzt habe ich doch schon alles Verrückte für dich gemacht. Denkst du, jetzt kommt ein Anruf von einem Manager einer Boygroup, 5 ehemalige Regensburger Domspatzen. Ja, die sind Schlagersänger und die sagen, Schwester Teresa, wir lieben ihre Bücher, können sich nicht vorstellen, mit uns eine moderne Kirchen-CD zu machen. Ich habe gesagt, nein, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, aber bei Gott ist ja kein Ding unmöglich. Also kam der Thomas Gruber, der Musiker, und wir haben innerhalb 24 Stunden ein komplettes Album gemacht. Es kam 2019 raus. Wir sind dann auf Tournee gegangen. Dann kam der Lockdown. Meine Lieben, naja, ihr seht, ein verrücktes Leben. Und wenn ihr ein Smartphone habt, könnt ihr mich sogar runterladen. Ich habe eine eigene App, gell? Und natürlich bin ich auf Instagram und Facebook zu finden. Ja, und dann dachte ich, ja, lieber Gott, was kannst du mich jetzt noch Verrücktes überraschen? Tja, und dann kam etwas, mit dem ich nicht gerechnet habe. Im Oktober 2020 die schlimme Diagnose Gebärmutterkrebs. Ich war bis dahin noch nie krank, hatte noch nicht mal Tabletten oder irgendwas. Und dann die volle Ladung Krebs. Meine erste Reaktion war, warum ich nicht? Was privilegiert mich, dass mich sowas nicht trifft? Aber nachdem ich sehr unschön über Telefon nach tagelangem Warten erfahren habe, dass es keine Hoffnung gibt für mich, muss ich sagen, bin ich schon zusammengebrochen, habe einen Weinanfall gekriegt. Aber da habe ich plötzlich angehalten, habe ich gelacht, das war jetzt filmreif. Nein, das glaube ich noch nicht, habe ich gesagt. Gott hat das letzte Wort.
Und dann fiel mir eine Ärztin ein, bei der ich mal einen Vortrag gehalten habe, und guck auf Facebook nach, ist sie Gynäkologin, das wusste ich gar nicht. Und ich schuh sie sofort anschreiben, die ruft mich an und erzählt mir etwas Verrücktes. Sie sagt, Therese, erinnerst du dich, als du bei uns den Vortrag jetzt gingst von der Bühne, habe ich dir einen Doktor vorgestellt. Ich habe gesagt, ich weiß, aber ich weiß nicht mehr, wer das war. Das war Dr. Sehuli, der führende Krebsspezialist dieser Welt, der Chef der Charité Gynäkologie in Berlin. Und der hat gesagt, sag Schwester Theresa, wenn man so stark ist und Klosterfrau, kein Kind geboren hat, könnte es sein, dass mal was in der Gebärmutter ist. Und die Dr. Heidi sagt, sowas sage ich doch keinem Menschen, so eine Prognose. Es könnte sein, hat es nicht gesagt und es ist wirklich passiert. Dann hat sie aber sofort reagiert, ihn angerufen. Er rief mich am nächsten Tag an, holte mich nach Berlin. Das war dieser eine Gedanke, was Gott bewirkt, wenn wir einfach ihm vertrauen. Und er hat mich operiert in 7 Stunden. Dann habe ich freiwillig die Chemotherapie gemacht. Dann sah ich so aus. Und ich habe alles öffentlich gemacht. Ich habe immer gesagt, der Krebs wird nie die Nummer 1 in meinem Leben sein, sondern immer Gottes atemberaubende Liebe. Und dann haben mich viel Verrücktes angestellt. Glaubt mir, Pfarrer Franz, der war ein großartiger Priester und Freund und Begleiter, der hat, wollte mir eine Überraschung machen am Ende meiner Chemo. Ich liebe Teddybären. Er wollte mir eine große Überraschung machen und hat beim Ankreuzeln, statt 1,40 anzukreuzeln, 2,40 angekreuzt. Und jetzt kam ein 2,40 Meter großer Teddybär ins Haus. Ich sag's euch, ich war überwältigt. Ich konnte nicht mal hochheben. Und dann habe ich gedacht, Franz, weißt was, den kann ich ja nicht mal heben. Wir machen was Schönes. Dr. Heidi, die mich ja eigentlich vermittelt hat, der ich alles verdanke, die hat eine tolle Initiative mit Krebsleben, wo kostenlos Menschen beraten werden, 2.000 im Jahr. Wer für die spendet, kann den Bär gewinnen. In 3 Wochen waren 18.000 Euro zusammengekommen und sie konnten weitermachen. Dann am Muttertag war ich nur im Bett gelegen, war ja krank. Was habe ich gemacht? Eine Aktion. Ich rufe alle eure Mamas an. Dann haben so viele geschrieben, ach, Schwester Theresa, meine Mama ist so ein Fan von Ihnen. Also habe ich von frühmorgen zum 8 bis abends von Hamburg bis Bozen und Österreich auch Mamas angerufen. Ist da die allerbeste Mama der Welt? Hier ist Schwester Theresa. Die Schwester Theresa? Die Schwester Theresa. Wie geht es denn? Ich konnte so viel Freude machen, hat gar nichts gekostet. Dann habe ich mich durch die ganze Krebsliteratur gelesen, weil ich ja Hobbykochin bin, habe ich alles Gesunde gekocht. Stellt euch vor, ich schicke meine Rezepte meinem Doktor, mit dem ich mich angefreundet habe, schickt er mir plötzlich seinen zurück, war der auch Hobbykoch. Und das gibt's doch nicht. Und daraus ist ein Kochbuch entstanden, Himmel im Mund, mit tollen, ein Kochbuch der Lebensfreude, mit tollen Rezepten, gesunden, aber vielen Geschichten. Und jetzt, meine Lieben, bin ich wieder da. Theresa 2.0. So, genau. Es lohnt sich, auf Gott zu vertrauen. Es lohnt sich immer wieder, mehr zu erwarten von ihm. Denn wisst ihr, wir Christen, ihr natürlich nicht, ist ja klar, ich rede nicht von euch, aber wir Christen sind manchmal sehr müde geworden, ja. Aber Gott wird nie müde. Gott ist nie müde, der ist voller Kreativität, voller Freude, voller Lebensfreude. Und ich werde nie vergessen, diese Nacht der Bekehrung. Wisst ihr, bis zu dieser Nacht dachte ich immer, ich muss immer Bedingungen erfüllen, um geliebt zu sein. Oder immer wenn, dann. Wenn ich viel trainiere, dann werde ich die Nummer 1. Wenn ich gute Noten schreibe, dann ist die Mama zufrieden. Wenn, dann. Aber in dieser Nacht erfuhr ich was anderes. Du bist schon geliebt. Wie? Ich habe doch noch gar nichts für dich gemacht. Du bist schon geliebt. Und da wusste ich seit diesem Moment nicht mehr wenn dann, sondern weil du geliebt bist, darfst du leben. Und was ich in dieser Nacht besonders erleben durfte, war ein Frieden, den ich noch nie so kennengelernt habe. Eine Liebe, die ich noch nie so erlebt habe, obwohl meine Mama mich verrückt geliebt hat. Ich fühle mich wirklich sehr geliebt von meinen Eltern immer, aber diese Liebe war anders. Die war so stark, so groß, so mächtig, so einfühlsam, so achtsam. Ich habe mich wertschätzt gefühlt wie noch nie in meinem Leben. Und diesen Frieden, dachte ich, den möchte ich immer haben. Dafür lohnt sich zu leben, diese Liebe. Und ich habe wirklich, wie ihr seht, ein verrücktes Leben schon erlebt und immer wieder Gottes Zusprache erlebt. Aber natürlich auch viele Herausforderungen gehabt. Und
vor meinem letzten Vortrag habe ich mir mal erlaubt, mal ganz viele Menschen zu fragen, Freunde und öffentlich, was, wenn ihr einen Wunsch auf Erden frei hättet, was würdet ihr euch wünschen? Und stellt euch vor, das meiste Wort, was gekommen ist, war Lottogewinn. Nein, habe ich gedacht, wieso denn Lottogewinn? Naja, dann bin ich alle meine Sorgen los. Da habe ich gesagt, wirklich? Okay, wir spielen es mal durch. Stellt euch vor, der Postbote kommt zu euch, ein Einschreiben, ihr habt den Jackpot gewonnen. 90 Millionen Euro. Nein, ihr könnt es nicht fassen, ihr habt gar nicht gespielt. Warum? Ein Freund, eine Freundin haben für euch das losgekauft. Nein, jetzt seid ihr überwältigt. Ihr könnt jetzt alles machen, was ihr wollt. Ihr könnt in Champagner baden. Ihr könnt euch, was weiß ich, was für Handys kaufen. Ihr könnt was weiß ich machen, ja. Ihr seid aus dem Schneider und dann sage ich, ja, das stimmt schon. Aber wisst ihr was? Jetzt kommt die erste große Sorge. Wem sagt ihr das? Wem sagt ihr, dass ihr 90 Millionen gewonnen habt? Und die zweite Sorge ist jedenfalls in Deutschland, wie lege ich das Geld an? Du musst innerhalb eines Jahres dieses Geld anlegen, sonst nimmt der Staat die Hälfte. Das heißt nichts mit Urlaub, du musst jetzt Anwälte, Immobilien, du musst irgendwie dein Geld unterbringen. Tja, und dann kommt die dritte größte Sorge, wie schützt du deine Familie, wenn bekannt wird, dass du 90 Millionen hast? Oh je, ja, und jetzt hast du so viel zu tun, hast ganz viel Geld, aber am Ende stirbst du trotzdem. Ich habe eine Botschaft heute für dich, die wertvoller ist als dieses Einschreiben und dieses Lottogewinn. Das ist nämlich diese Botschaft, dass du plötzlich nicht nur anfängst, anders zu fühlen, zu denken, über dich hinauswächst, dass du mutig wirst, dass du stark wirst, dass du großzügig wirst, dass jeder Tag dich mit einem Lächeln begrüßt, du wildfremde Leute anlächelst, dass du dich getragen fühlst, dass du anderen vergeben kannst, dass du wirklich unbeschreiblich liebevoll bist, dass du keine Angst hast, egal was kommt, weil du etwas anderes in dir hast, nämlich das, was dein Herz wirklich braucht, was er wirklich braucht. Und ich könnte bis morgen früh weiterreden, was hier dann alles anders wird. Eine Botschaft, was du wirklich brauchst in deinem Herzen, das kostbarer ist als dieser Lottogewinn. Im Lockdown habe ich in der Buch der Offenbarung einen Satz gefunden, der hat mich sehr erschrocken. Da stand, da wird die Gemeinde gelobt, ja, für ihr Tun, ihre Beharrlichkeit, für alles, was die machen. Aber da steht plötzlich drin, ich werfe euch aber vor, dass ihr eure erste Liebe verloren habt. Und ich war richtig erschüttert. Ja, wie die erste Liebe? Ich tue doch alles, was ich kann. Was meint denn Gott damit? Was ist denn die erste Liebe? Ich habe wirklich mir Gedanken gemacht und bin nicht dahinter gekommen. Gott sei Dank hat Gott mich beruhigt. Es steht nämlich im ersten Johannesbrief, steht nämlich, nicht darin besteht die Liebe, dass ihr Gott geliebt habt, sondern dass er euch geliebt hat. Das ist die erste Liebe. Die können wir gar nicht machen, sondern Gott hat sie geschenkt. Das ist die erste Liebe, dass er uns liebt. Aber wisst ihr was? Ich glaube, ganz viele Menschen haben vergessen, wie verrückt Gott nach ihnen ist. Er hat vergessen, wie sehr wir geliebt sind. Gott gab uns zwei Dinge, dass wir das aber nicht vergessen. Das erste ist sein Schönstes, seinen Sohn. Und dieser Sohn hat sich so in die Menschen verliebt, dass er fähig war, am Kreuz zu sagen, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Naja, er hätte auch sagen, hat keinen Sinn, schick sie alle in die Hölle. Sie sehen so unerlöst aus, sind garstig und neidisch. Aber er hat sich in die Menschen verliebt, obwohl er ihre ganze Brutalität erlebt hat. Was das bedeutet, ist mir vor einigen Jahren neu aufgegangen, als ich in Auschwitz war. Stellt euch vor, eure Eltern, euer Bruder oder euer Kind von den Erwachsenen würde aus euren Armen entrissen an die Wand gestellt und sollte erschossen werden. Ich war in dem Hof, wo das passiert ist, nicht, weil man was falsch gemacht hat, nur weil man vorüberging. Würdet ihr nicht aufschreien, halt nicht mich, lass mein Bruder, meine Mutter, lass mein Kind leben. Und genau das hat er getan. Stellvertretend für jeden Sünder und jede Sünde hat er den
den Platz eingenommen. Das ist die frohe christliche Botschaft. Aber Gott gab uns noch was Schönes, die Freiheit. Wir können alles selber entscheiden, wo ihr sitzt, was ihr nachher isst, was ihr daheim zuerst treibt, wenn ihr kommt. Das könnt ihr alles selber entscheiden. Ja? Und Gott hat so einen Respekt vor eurer Freiheit. Der würde nie in euer Leben kommen, wenn ihr ihm das nicht erlaubt. Gott ist ein Gentleman. Der will keine Sklaven auf Erden. Der will, dass wir ihm freiwillig folgen. Und deswegen drängt er sich nicht auf. Aber manchmal denken wir schon, könnte sich Gott ein bisschen mehr blicken lassen. Zum Beispiel jetzt hier, wir sind gerade so in Stimmung. Gell? Der könnte ein bisschen Erdbeben machen, ein paar Feuerzungen, das könnte er schon machen. Ja, das kann der ja. Oder beim nächsten Champions League-Spiel, wenn Bayern spielt, könnte er am Himmelszelt seine ganze Macht und Herrlichkeit zeigen. Alle Welt würde sehen, es gibt Gott, alle würden sich bekehren und alles wäre wundervoll. Wirklich? Würden wir Menschen aus Liebe oder aus Angst leben, wenn wir eine Macht sehen könnten, die das Universum erschaffen hat? Und deswegen kommt Gott nicht so spektakulär. Der kommt als kleines Bubbelchen auf die Welt, vor dem sich niemand fürchtet. Ins letzte Kaff der Welt, Bethlehem, das keiner erschrickt. Und dieses Kind wird erwachsen und sagen, wenn du wissen willst, wie dein Gott ist, wer mich sieht, sieht den Vater. Zurück zur ersten Liebe heißt, dass ich mich öffne, mein Herz, für diese unvorstellbare Liebe. Vielleicht habt ihr manchmal Sehnsucht nach Liebe. Vielleicht habt ihr Sehnsucht, geliebt zu sein, anerkannt zu sein, geschätzt zu sein, dass jemand verrückt nach euch ist. Und manchmal seid ihr traurig, weil ihr diese Liebe nicht spürt. Aber wisst ihr, wo diese Sehnsucht herkommt? Diese Sehnsucht kommt von dem her, der euch erschaffen hat. Ihr seid nämlich ein Wunder, habe ich ja am Anfang schon gesagt. Ihr seid ein Wunder. Als ihr geboren wurdet, ja, sind eure Eltern ausgeflippt. Wenn ihr mal gelächelt habt, ne, da waren die high. Ja. Dann haben wildfremde Menschen gesagt, guck mal, wie ist die süß. Guck, 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 guck. Aber wisst ihr was? Das Wunder seid ihr immer noch. Ihr seid das immer noch. Auch die Erwachsenen und auch die ganz Älteren. Ihr seid immer noch das Wunder, das Gott gemacht hat. Er hat uns nicht irgendwie geschaffen, weil er nichts zu tun hatte. Er hat uns als sein Ebenbild geschaffen. In uns sind Gottes Gene, Gottes Liebe. Und wir haben einen fantastischen Körper. Ich kann es euch sagen, was der aushalten kann. Und mein Doktor hat immer gesagt, guck nicht auf die paar Zellen, die krank sind. Guck auf die anderen, die gesund sind. Was unser Körper erträgt. Aber wir haben nicht nur einen Körper, wir haben eine Seele. Und wir haben ein Herz. Und das ist voll und geschaffen aus dieser unvorstellbaren Liebe. Und wenn ihr euch nach Liebe sehnt, dann sehnt ihr euch wahrscheinlich nach dieser Liebe. Aber manchmal sind wir enttäuscht, weil wir diese Liebe von Menschen erwarten. Und dann sind wir so unglücklich, weil die das nicht geben können. Weil kein Mensch fähig ist, diese vollkommene Liebe, die Gott hat, uns zu geben, die kann ein Mensch nicht geben. Aber er kann es, Gott kann es geben. Und deswegen ist es einfach dieses Großartige, auf was wir uns einlassen, auf dieses Abenteuer, seine Liebe anzunehmen. Seine Liebe anzunehmen. Und zwar nicht irgendwann, sondern jeden Tag neu. Und wie Gott uns liebt, wisst ihr, das erkennt man einfach, wie der Morgen beginnt. Ne? Ich weiß ja nicht, wie ihr aufsteht, ob es der Wecker klingelt oder ob euch die Mama weckt oder jemand rausschmeißt oder ob die Sonnenstrahl ist. Aber wisst ihr, nach der Bibel beginnt der Tag eigentlich am Abend. Es wurde Abend, es wurde Morgen, erster Tag. Und was dürfen wir als erstes tun am Abend? Was? Schlafen. Wir dürfen schlafen. Also nur ein liebender Gott kann sich das ausdenken, meine Lieben, ne? Dass wir erstmal gar nichts tun müssen, sondern schlafen. Und dann stehen wir auf. Wenn der erste Stern am Himmel steht, sagen die Juden, fängt der neue Tag an. So ein liebender Gott ist, der alles für uns ausgedacht hat. Und diese Liebe zu suchen und am Morgen dann diese Liebe anzunehmen, nämlich was brauche ich heute, Gott? Was brauche ich heute in meinem Herzen? Wisst ihr, wenn ich die Augen aufschlage, sage ich mir immer, heute wird der schönste Tag in meinem Leben. Ich weiß nicht, was alle auf uns zukommt, wie heiß es wird und wie viele Kilometer das sind und wie viele Leute und was weiß ich. Sondern ich weiß, du bist da. Und ich lasse mich von dir überraschen. Ich erlaube dir, heute mein Hüter, mein Gott, meine Liebe, mein Atem zu sein. Und ich lasse mich überraschen von dir, mein Gott. Dieser Tag gehört dir.
In der Bibel, in der Bergpredigt, die mich ja wirklich sehr erschüttert hat, da steht ein wundervoller Satz, der heißt: Suche zuerst Gottes Reich, dann wird euch alles andere dazugegeben werden. Nämlich das, was ihr braucht, denn Gott weiß, was ihr wirklich braucht, jeden Tag. Und wisst ihr was, da war ein Gottesdienst und eine Frau war im Gottesdienst und da ging es darum, wenn du Gottes Stimme hörst, dann tu es. Und diese junge Frau sagt, also eigentlich komme ich ja immer nur zum lieben Gott, wenn ich was brauche. Ja? Wann habe ich denn das letzte Mal gefragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Wann hat unsere Familie das letzte Mal beim Frühstückstisch gefragt, was erwartet Gott von dir in der Schule, von dir in der Arbeit, von dir zu Hause? Wann haben wir das letzte Mal das überhaupt gefragt? Und diese junge Frau denkt sich, meine Güte, lieber Gott, ich kriege jetzt richtig schlechtes Gewissen. Weißt du was, ich verspreche dir, in dieser Woche, wenn du irgendwas von mir willst, sag's mir so deutlich, ich tue es. Und dann geht diese junge Frau raus und dann denkt, es ist ja Freitagabend, ich muss ja noch einkaufen fürs Wochenende, fährt in ein riesen Einkaufszentrum mit vielen Galerien, gell? Und wie sie da bei den Tomaten unten ist, ja, einkaufen, bei Lebensmitteln, hört sie plötzlich innerlich die Stimme, geh in die Mitte vom Einkaufszentrum, mach einen Handstand und schreie laut. Na, bravo. Na, das kann doch nie von Gott sein. Aber es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. Und sie hat es doch Gott versprochen. Dann lässt sie den Wagen stehen, geht in die Mitte vom Einkaufszentrum, meine Lieben, versucht sowas wie einen Handstand, ja, und schreit laut. Ah! Aber typisch Deutschland, zwar in Deutschland, gell, da kümmert sich kein Mensch, dass da jemand schreit, gell. Nein, im zweiten Stockwerk hört sie aber plötzlich in der Galerie jemand bitterlich weinen. Da fährt sie hoch und diese weinende Frau sagt, warum haben Sie das gemacht? Und da sagt diese Frau, also Entschuldigung, ich kann es Ihnen jetzt wirklich nicht erklären. Es ist nicht meine Art, öffentlich rumzuschreien, wirklich nicht, ja. Und dann sagt diese weinende Frau, wissen Sie was? Das war mein erstes Gebet. Wenn es dich gibt, Gott, dann lass eine Frau einen Handstand machen und laut schreien, dann nehme ich mir nicht das Leben. Und die beiden umarmten sich. Halleluja. Und deswegen, mir ging es auch mal so, dass eine evangelische Gemeinde wollte mich mal haben zum Vortrag, die hat ein Jubiläum und dann ruft der Pfarrer an und dann sage ich, wo liegt denn das überhaupt? Das sagt er bei Bielefeld, denke ich, um Gottes Willen. Ich gucke mal auf den Routenplan, da waren das 500 Kilometer in einem Tag, aber ich muss am gleichen Tag zurück, ich hatte am nächsten Tag Schule. Und ich sage, finden Sie wirklich keinen in Ihrer Nähe? Nein, sagt er, wir haben Sie im Fernsehen gesehen, Sie müssen kommen. Naja, verrückt wie ich bin, gell, ja. Also, losgefahren, kommt da früh an, schön gelegen wie hier, aber da war noch ein See, gell, Blaskapelle, hunderte Leute. Meint ihr, ich hätte einen Kaffee gekriegt? Noch? Ja, nein, der Pfarrer hat überhaupt keine Zeit gehabt, ja. Dann, ne, wollten die, dass ich die Predigt in einem Bötchen tue. Ich in einem Bötchen auf dem See. Hab gesagt, nein, ich bleib an Land. Jesus kann im Boot predigen, ich nicht, habe ich gesagt. Dann hat man mich in die Sonne gesetzt, dass ich den Kirchenchor besser sehen kann. Ich habe mich mit so einem Lidblatt versucht, 2,5 Stunden zu schützen, dass ich nicht blanchiert werde. Und dann, ja, naja, was mir richtig schlummerig, als ich dann dran war, ging ich nach vorne, fing an zu predigen und dann fiel mir ein Mann hinten auf mit langen Haaren. Ich habe es aber wieder vergessen, als der Gottesdienst zu Ende war, steht er vor mir und sagt, Schwester Therese, ich gehöre hier nicht dazu. Ich bin hier eigentlich nur spazieren gewesen, aber wissen Sie was? Ich möchte Ihnen was anvertrauen. Ich bin Unternehmer und ich habe Ihre Predigt gehört und ich wollte morgen was ganz Böses machen. Ich wollte morgen 5 Leute entlassen, aber nach Ihrer Predigt tue ich es nicht. Da wusste ich, warum ich nach Hücker aschen musste, ja. Für diesen einen, meine Lieben, für diesen einen. Und das tut Gott. Gott wendet alles auf, weil er verrückt nach uns ist. Und manchmal gebraucht er uns dazu und manchmal braucht er andere, damit wir wieder mutig sind und gestärkt sind.
Das tut Gott. Er tut so verrückte Dinge, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich könnte bis morgen früh erzählen. Ja, eine Anekdote kann ich euch noch erzählen. Als wir diese Gemeinschaft gründeten und dann in dieser Kleinstadt anfingen, da waren zwei Tageszeitungen. Und eine Zeitung wollte sofort ein Interview machen. Naja, ich habe hunderte von Interviews gegeben, ich habe mir nichts gedacht. Der fing an zu fragen, ja. Aber irgendwie dachte ich, hier stimmt was nicht. Solche kritische Fragen, ich glaube, der will uns schaden. Und ich erzähle, dass wir als Kirche zu den Menschen müssen, die ganz unten sind. Und der ist so eigenartig. Und irgendwann sage ich, wissen Sie was, bevor Sie das veröffentlichen, möchte ich das zuerst lesen. Das ist die erste Veröffentlichung über unsere Gemeinschaft, da möchte ich, dass alles stimmt. Er verspricht mir, ein Fax zu schicken. Damals gab es noch Fax, ja. Aber das kam nicht, bis Mittag nicht, bis abends nicht. Als ich das dann las, ich dachte, mich trifft der Schlag. So was Sinnentstelltes hat er als wortwörtliche Rede mir in den Mund gelegt, dass ich Schwester Teresa gesagt habe, Kirche ist der Mensch, der in der Sch ausgeschrieben sitzt. Könnt ihr euch sowas vorstellen? Nein, sowas könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich rufe an, ja, das ist ja Bildzeitungsstil, ändern Sie das sofort. Das ist ja Wahnsinn. Da sagt er, das geht nicht, das ist schon im Druckhaus in Nürnberg. Ja, da hilft nur noch beten. Wir sind wirklich in die Kirche, haben Gott angefleht, bis ich gedacht habe, Theresien, du bist ein Dummerchen. Ich lobe und ich preise dich, Herr. Du hast die ganze Welt geschaffen, du wirst doch mit so einem kleinen Problem fertig. Ich habe mich ins Bett gelegt, wurde aber am nächsten Morgen sehr aufgeregt geweckt. Warum? Die Zeitung ist nicht erschienen, Druckerstreik in Nürnberg. Ja. Manche könnten jetzt sagen, Zufall, geht zu. Aber warum sollte Gott nicht seinen Kindern beistehen? Vorausgesetzt, wir erlauben ihm das. Aber wisst ihr, das müsst ihr ihm erlauben. Ja? Schaut mal, es ist so. Wir kommen oft zu Gott, meistens, weil wir was brauchen. Das dürfen wir auch. Jesus sagt, ihr dürft bitten, um was ihr wollt. Aber ich möchte euch wirklich auch drauf bringen, ihn zu loben für die vielen Dinge. Ich habe ihn gelobt, ich habe nicht gebeten. Sei gepriesen für das, was du tun wirst. Loben wir diesen Gott. Und schaut mal, wenn es jemand, ein Freund oder Freundin ihr habt, die nur kommt, wenn sie was braucht, das ist keine Freundschaft. Und so ist es bei Gott. Wenn wir nur kommen, wenn wir was brauchen, das ist keine Beziehung. Aber seine Stimme wird uns vertraut. Und deswegen ist wichtig der Lobpreis. Deswegen danke ich euch, Babsi und alle. Das ist so großartig, dass ihr hier auch diesen Lobpreis macht. Und ihr habt hunderte Gelegenheiten. Wisst ihr, ihr fahrt zum nächsten Supermarkt einkaufen mit euren Eltern oder allein. Der letzte Parkplatz wird euch von der Nase weggeschnappt. Es gibt zwei Möglichkeiten zu reagieren. Ihr sagt, schön oder was anderes. Ja, und ärgert euch. Oder ihr lehnt euch zurück und ihr preist Gott. Glaubt mir, in 2 Minuten ist ein Parkplatz frei. Ihr lobt Gott. Das war schon immer so. Ihr seid beim Einkaufen, ja. Die Kasse ist nur eine Kasse. Ihr seid schon nach 3 Minuten schweißgebadet. Ne? Ja? Ihr könntet loben, Gott loben. Ihr habt hunderte Gelegenheiten am Telefon, unter der Dusche, egal wo. Ihr könnt Gott loben. Lobpreis kann Wunder bewirken. Das liebt Gott, denn das braucht unser Herz. Das Zweite, was er braucht, ist immer wieder auch Buße. Zu erkennen, ich bin zwar ein wundervoller, begabter Mensch, aber ich bin auch erbärmlich und abgrundtief sündig. Ich kann das nicht allein, auch hier oben nicht heute. Das ist sein Geist, das kann ich nicht allein. Aber einmal zu erkennen im Leben, ja, dass ich Stärken, aber auch Schwächen, dass ich trotzdem seine Gnade brauche, wisst ihr, was das ist? Das ist Selbstbewusstsein, denn Selbstbewusstsein ist nichts anderes, als sich seiner selbst bewusst zu sein. Sich bewusst zu sein, dass ich vieles kann, aber auch, dass ich vieles nicht kann. Und deswegen brauchen wir Beichte, deswegen brauchen wir Buße, deswegen müssen wir jeden Tag auch abends um Vergebung bitten. Wir sind nicht vollkommen, niemand ist das. Aber wisst ihr was, Gott ist verrückt nach uns. Er hasst die Sünder, aber er liebt den Sünder. Wir müssen es ihm nur sagen. Und das nächste ist Glaube. Wir brauchen einfach diesen Glauben. Manchmal ist er stark und mächtig und manchmal schwach. Aber deswegen brauchen wir diesen Heiligen Geist. Und wisst ihr was? Ohne diesen Heiligen Geist könnte ich nicht leben. Und nicht nur bei der Quizshow, jeden Tag bete ich immer wieder das kürzeste Gebet der Welt. Komm, Heiliger Geist. Sag's mal mit mir. Komm, Heiliger Geist. Nee, so nicht. Nee,
Wisst ihr was? Das ist der lebendige Gott. Es ist gefährlich, um den Heiligen Geist zu bitten. Was ist, wenn der kommt? Meine Lieben, das sollte man nicht leichtfertig machen. Und vor allem sollte man es mit einer anderen Freude, einer anderen Begeisterung, einem anderen Glauben, einer anderen Kraft. Wollen wir es nochmal machen? Komm, Heiliger Geist. Das ist schon viel besser. Komm, Heiliger Geist. Wenn ich mein Zimmer aufräumen muss, wenn mich das nervt, alles zu Hause, meine Geschwister oder so. Komm, Heiliger Geist, wenn die Predigt so langweilig ist. Komm, Heiliger Geist, wenn ich keinen Bock habe. Komm, Heiliger Geist, wenn ich Angst habe. Komm, Heiliger Geist, wenn ich mich freue. Komm, Heiliger Geist, wenn ich in der Quizshow sitze. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Und wisst ihr was? Der kommt. Darauf könnt ihr euch verlassen. Was braucht euer Herz? Mein Herz braucht diesen Frieden. Wenn ich diesen Frieden habe, weiß ich, ich bin genau in diesem, ich bin genau da, was Gott will und ich tue genau das. Und als ich krank war, wisst ihr was, man kriegt natürlich Todesängste, wenn man so Krebs kriegt oder so. Aber als ich Todesangst hatte, habe ich gedacht, was ist denn das Schlimmste eigentlich am Sterben? Das Schlimmste ist doch eigentlich nur, dass du jemanden, den du liebst, verlassen musst oder jemanden, den du liebst, hergeben musst. Aber ich weiß doch, wo ich hingehe. Er ist doch jetzt schon hier. Ich atme ihn doch. Und es hat mich sehr beruhigt. Und mich hat auch noch was sehr beruhigt. Könnt ihr euch erinnern an den Moment eurer Zeugung? Wahrscheinlich nicht, gell? Ja, ja, wahrscheinlich nicht. Aber wisst ihr was? Es gab Millionen von Jahren Menschen auf der Erde, da haben wir noch nicht gelebt. Ist das schlimm? Ich glaube nicht, gell? Also ich meine, ich bin froh, dass ich nicht im Mittelalter gelebt bin. Ne? Bin ich vielleicht als Hexe verbrannt worden. Oder als in Europa die Pest wütete, da wollte ich nicht gelebt haben. Oder in den beiden Weltkriegen. Meine Güte, Dank sei Gott, dass wir das nicht erleben. Wir sehen ja, was ein Krieg ist. Und wisst ihr was? Ich bin genau richtig heute. Heute, an diesem Sonntag in Pöllau. Das soll ich sein. Genau heute bin ich richtig hier. Und es ist nicht schlimm, wenn ich in 50 Jahren nicht mehr da bin. Wisst ihr warum? Da ist niemand mehr da, den ich liebe. Weil meine Mama, die ist für mich geschaffen worden, die ist die beste Mama der Welt. Und meine Familie und meine Freunde, die sind jetzt da und für die lebe ich jetzt. Und das ist das Schönste, was es gibt der Welt. Und wenn ich nicht mehr da bin, ist nicht schlimm, wenn ich dann nicht mehr da bin. Denn Gott schenkt mir jeden Tag diese Chance, das Beste zu machen. Und weil es ein Deadline gibt, können wir überhaupt den Tag wertschätzen? Und schaut mal, wenn dieser schöne Tag heute zu Ende geht, der kommt nie mehr wieder. Der ist weg aus unserem Leben und ist nicht heute schon Sonntag und schon ist das Jugendtreffen vorbei. Wie schnell ist denn das vergangen? Ja? Und jetzt ist schon wieder Juli. Ne? Auf was wollen wir warten, anzufangen, ernst zu machen mit unserem Glauben und ernst zu machen mit dem, was unser Herz braucht? Und ich habe gebetet, dass ihr heute dieses Zelt anders verlasst, als ihr gekommen seid. Und dass ihr mit diesem neuen Vertrauen und diesem neuen Schwung, und ihr seht ja an mir, egal was dir passiert und egal wie krank du bist und egal was schief geht im Leben, Gott steht zu dir. Habt ihr so schön, danke Herr Pfarrer, so schön heute gepredigt. Gott steht zu dir. Er liebt dich. Der ist verrückt nach dir. Und manchmal passieren Situationen am Tag, da sind wir nicht manchmal immer gut drauf und dann müssen wir uns an was erinnern. Und das mache ich immer so. Stopp. Denk nach, hör auf dein Herz und tue das Richtige, tu das Richtige. Und da habe ich sogar einen Vers gemacht, das werden die jetzt spielen. Und das können wir jetzt gleich miteinander mal singen. Mal schauen, ob wir es schaffen. Das war alles spontan heute früh um 6 noch. Stopp, stopp, spiel's mal an und dann sing ich rein. Spiel's mal. Stopp. Ihr habt es ein bisschen hoch, oder? So wie es da steht hier. Okay. Dann gib du den Ton. Stopp. Denk nach, hör auf dein Herz und tue das Richtige, tu das Richtige, alle. Stopp, denk nach, hör auf dein Herz und tue das
Richtige, tu das Richtige. Nochmal. Stopp, denk nach, hör auf dein Herz und tue das Richtige, tu das Richtige. Stopp, denk nach. Jemand will euch zu was verführen, etwas, was nicht gut ist. Tu das Richtige. Und ihr seid so in Gefahr, weil ihr die lieb habt, weil das vielleicht euch was bringt, was Falsches tut. Nein, das tut ihr nicht, weil wir machen nämlich Stopp, denk nach, hör auf dein Herz und tue das Richtige, tu das Richtige. Aber wenn euch diese Musik nicht gefällt, können wir es auch so machen. Stopp, denk nach und hör auf dein Herz und tue das Richtige und tue es jetzt. Stopp, denk nach und hör auf dein Herz und tue das Richtige und tue alle. Stopp, denk nach und hör auf dein Herz und tue das Richtige und tue es jetzt. Stopp, denk nach und hör auf dein Herz und tue das Richtige und tue es. Stopp, denk nach, hör auf dein Herz und tue das Richtige, tu das Richtige. Stopp, denk nach, hör auf dein Herz und tue das Richtige, tu das Richtige. Alles, was euch von Gott wegbringt, egal was es ist, eine Fernsehsendung, ein blödes Gespräch über andere, wo man herzieht, Gedanken, die euch kommen, die nicht gut sind, egal was euch von Gott wegbringt, ja, da müsst ihr wirklich dieses anwenden, nämlich Stopp, denk nach, hör auf dein Herz und tue das Richtige, tu das Richtige. Stopp, denk nach, hör auf dein Herz und tue das Richtige, tu das Richtige. Alles, was euch zu diesem Gott bringt, wo ihr Liebe spürt, wo ihr Vergebung spürt, wo ihr auf einmal gelassen seid, wo ihr heiter seid, geht so, das ist doch alles nicht so schlimm, Gott ist doch mit mir, das schaffe ich schon. Lalalala. Ich gehe zu ihm, ich sage die Wahrheit, ich bekenne auch, dass ich was falsch gemacht habe. Alles, was euch das voran, geht weiter, dann werdet ihr sehen, es wird großartig. Aber immer, immer wenn dieser Schwefelige kommt, da, wenn etwas Großes geschieht, etwas Gutes geschieht, etwas Wunderbares geschieht, da ist einer, der möchte immer, immer Zwietracht, der will immer alles kaputt machen, der schenkt so einen blöden Gedanken, der schenkt Eifersucht, der schenkt was weiß ich. Ja? Wenn ihr der kommt, deswegen müsst ihr immer wieder, nein, auf das hören, was euer Herz sagt. Denn euer Herz ist von Gott gemacht. Es ist das Kostbarste, was ihr habt im Körper. Es schlägt für ihn und es schlägt für euch. Und dieses Herz wollen wir immer wahren und singen. Stopp, denk nach, hör auf dein Herz und tue das Richtige, tu das Richtige. Stopp, denk nach, hör auf dein Herz und tue das Richtige, tu das Richtige. Stopp, denk nach und hör auf dein Herz und tue das Richtige und tue es jetzt. Stopp, denk nach und hör auf dein Herz und tue das Richtige und tue es jetzt. Stopp, denk nach und hör auf dein Herz und tue das Richtige und tue es jetzt. Stopp, denk nach. Tu das Richtige. Stopp. Danke. Stopp. Danke schön. Danke schön. Tue das Richtige. Und das Richtige, das Beste, das Großartigste, was wir tun können, ist die Liebe. Ist die Liebe. Und sie ist gar nicht so schwer. Schaut mal, wir können das einfach so machen. Wisst ihr was? Ich bin seit Jahren drauf gekommen, dass Humor und Lachen, ja, nicht nur die beste Medizin ist, sondern ich habe es gelernt von einem Mann, der schwer krank war, den die Ärzte aufgegeben haben und ein Freund wollte ihn aufmuntern, brachte ihm Comedy-Filme, Dick und Doof, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ne? Ja? Und er schaute tagelang Filme und machte eine bahnbrechende Entdeckung. Nach anhaltenden Lachsequenzen ließen die Schmerzen nach, er konnte phasenweise schlafen, es ging ihm besser, dann gab es sich nur noch eine einzige Therapie, die systematische Lachtherapie. Er zog in die Nähe der Klinik in ein Hotel, ließ sich hochdosiert Vitamin C spritzen, ließ sich vor dem Lachen Blut abnehmen und nach dem Lachen. Was war das Ergebnis? Die Werte hatten sich verbessert. Nach 10 Wochen war er schmerzfrei,
Man gab ihm nur noch 3 Monate, er lebte 16 Jahre. Er hat sich als Humorforscher, hat mit Universitäten allen, daraus ist die Geliatologie, die Lachforschung, entstanden. Wisst ihr, was die sagt? Das braucht nämlich unser Herz dringend. Die Lachforschung sagt, ihr müsst die Mundwinkel nur 30 Sekunden nach oben ziehen. Also bitte nochmal, ich sehe euch alle, auch da hinten. Und wisst ihr, was nach 30 Sekunden passiert? Nach 30 Sekunden sagt euer Gehirn, oh, es geht euch besser, es geht dir besser. Und schüttet Endorphine aus. Das sind morphiumähnliche Stoffe, Glückshormone genannt. Das heißt, also wenn wir auf Jesus mehr hören würden, der sagt nämlich, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, Kinder lachen bis 800 Mal an einem Tag, Erwachsene 15 bis 20 Mal. Da stimmt doch was nicht. Und wisst ihr was, diese Lachforschung, ja, deswegen werde ich euch jetzt einen Witz erzählen, dass wir mal schön lachen. Ich hoffe, der kommt hier auch an. Ein Ehepaar wird 60, geht spazieren, steht da plötzlich ein Engel und sagt, du hast einen Wunsch frei. Oh, sagt der Mann, ich weiß, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir eine 30 Jahre jüngere Frau. Halleluja, ist er 90. Jetzt. Jetzt hat er eine 30 Jahre jüngere Frau. Der zweite Witz hat mir ein evangelischer Pfarrer erzählt, kommt man ganz aufgeregt zum katholischen Priester und sagt, Herr Pfarrer, Sie müssen eine Messe lesen, mein Hund ist gestorben. Ja, guter Mann, ich kann doch für einen Hund keine Messe lesen. Doch, das war wie ein eigenes Kind, Sie müssen eine Messe lesen. Nein, sagt der Pfarrer, ich kriege Ärger mit dem Bischof, für das Viech kann ich keine Messe lesen. Aber wissen Sie was, in der Straße ist doch eine evangelische Kirche, gehen Sie doch mal dorthin. Sagt der Mann, okay, dann kriegt er halt die 3.000 Euro Spende. Moment. Sie haben nicht gesagt, dass der Hund katholisch ist. Ihr Lieben, lachen. Das ist diese Lebensfreude, das ist dieser Humor. Und wisst ihr, von wem der kommt? Der kommt auch vom Heiligen Geist. Und meine Heiterkeit, meine Beschwingtheit, meine Verrücktheit, die kommt genau daher, von diesem Lachen, von diesem Heiligen Geist. Soll ich euch noch einen Witz erzählen? Einen erzähle ich euch noch. Ein Lehrling fängt an und soll auf der Autobahn die weißen Striche malen, gell? Und am ersten Tag schafft er 2 Kilometer, am nächsten 1 Kilometer, am nächsten noch 500 Meter, sagt der Chef, was ist denn los? Da sagt er, ach Chef, der Weg zum Eimer ist so weit. Der Weg zurück zum Eimer ist so weit. Ihr Lieben, Lobpreis, Buße, Glauben, aber auch Humor. Der Teufel hat keinen Humor, das ist so. Als ein großer Witz ist noch von Sigmund Freud, da kommt der Henker zu Verbrecher und er sagt der Verbrecher, welcher Tag ist heute? Er sagt der Henker, Montag, sagt der Verbrecher, na die Woche fängt ja gut an. Als Pfarrer Franz gestorben ist, er hat immer gesagt, das Leben ist eine Herrlichkeit. Und ist auch so gestorben. Er hat gesagt, ich gehe zu Jesus. Dann hat er gesagt, ich bin glücklich, ich bin so glücklich, ich habe ein glückliches Leben. Dann bedankt er sich bei mir für alles, sagt, ich werde immer bei dir sein. Und dann sagt er, Gott wird mich holen kommen. Und ich sage, weißt du denn wann? Das sagt er, übermorgen. Und genau so war es. Übermorgen hat Gott ihn geholt. Und dann fiel mir bei seiner Beerdigung zu diesem Witz des Pardon ein. Der Tod holt Franz und Franz fragt, welcher Tag ist heute? Und der Tod sagt, Sonntag, da ist er nämlich gestorben. Und Franz sagt, der Tag fängt ja herrlich an. Herrlich, denn der Himmel wartet auf uns und er ist schon da. Und dass wir nicht in Zitronenwasser getauft sind, wie Papst Franziskus sagt, sondern in echtem Heiligen Geist. Deswegen sollen wir uns das auch manchmal ansehen. Und ihr seid ja voller Freude und Lachen, das habe ich ja schon gemerkt. Und diese Lebensfreude lassen wir uns nicht nehmen. Aber was wir uns gar nicht nehmen lassen, ist die Liebe. Und deswegen schließe ich ab mit den kostbarsten Worten, die ich über die Liebe geschrieben habe. Die steht in meinem Kochbuch, aber ist ja egal. Ihr wisst ja, ist ja nicht nur ein Kochbuch. Für mich ist die Liebe das Schönste, für das es sich zu leben lohnt. Mein Ziel ist, der vollkommenen Liebe entgegenzutreten, der puren Liebe nahe zu kommen, der göttlichen Liebe zu begegnen und eines Tages in ihr zu verschwinden. Bis dahin möge sie mich lehren, in lebensbejahender Zuversicht zu leben und nichts zu fürchten. Liebe, davon bin ich überzeugt, kann verändern, heilen und sogar Wunder vollbringen. Sie ist stärker als Angst und stärker als der Tod, heißt es in der Bibel. Liebe lässt los und lässt zu. Sie nimmt nicht, sondern gibt.
Sie erweckt, sie ist mutig, hoffnungsvoll, geheimnisvoll, unbegreiflich. Sie nimmt nicht, sondern gibt. Sie nimmt nicht, habe ich schon gesagt, sie erweckt. Sie verhält sich nicht logisch, sie ist bedingungslos. Sie ist eine Urkraft, sie ist das Höhepunkt menschlicher Liebe und Sehnsucht. Die Liebe ist noch größer als das Gefühl, angenommen oder heimzukommen. Denn wer geliebt wird, lernt lieben, lernt sich anzunehmen, lernt zu vergeben, zu wachsen, sich zu überwinden. Und manchmal genügt ein Augenblick, eine Entscheidung, um alles zu verändern. Und warum ich so viel Verrücktes tue, das habe ich für immer von meinem lieben Gott abgeguckt. Er ist nämlich immer verschwenderisch mit seiner göttlichen Liebe. Und wisst ihr was? Die kann nie überdosiert werden. Und deswegen danken wir Gott jetzt nochmal. Wir preisen ihn, wir loben ihn. Wir singen nochmal Stopp, denk nach. Und dann singt ihr vielleicht noch ein Lobpreislied. Und wir wollen uns daran erinnern, was unser Herz wirklich braucht. Das weiß Gott. Bittet ihn darum. Erlaubt es ihm. Ihr müsst es ihm erlauben. Und glaubt mir, dann könnt ihr euch auf was gefasst machen. Dankeschön. Stopp, denk nach, hör auf dein Herz und tue das Richtige, tu das Richtige. Stopp, denk nach, hör auf dein Herz und tue das Richtige, tu das Richtige. Stopp, denk nach und hör auf dein Herz und tue das Richtige und tu es jetzt. Stopp, denk nach und hör auf dein Herz und tue das Richtige und tu es jetzt. Stopp, denk nach und hör auf dein Herz und tue das Richtige und tu es jetzt. Stopp, denk nach und hör auf dein Herz. Tu das Richtige. Stopp, denk nach, hör auf dein Herz. Weil wir dich lieben. Tu das Richtige. Stopp, denk nach, hör auf dein Herz. Tu das Richtige, tu das Richtige. Dankeschön. Dankeschön. Liebe Schwester Teresa, vielen, vielen Dank für deine Worte und Ermutigungen. So können wir auch wirklich in den Alltag zurückgehen. Ich glaube, ich persönlich habe mir dieses Heiligen Geistgebet mitgenommen für alle möglichen Situationen, sei es gute, sei es schlechte. Komm, Heiliger Geist, das ist wirklich ein, glaube ich, Kraftgebet auch für unseren Alltag. Und wir haben ja jetzt so schön gesungen, stopp, denk nach, hör auf dein Herz und tu das Richtige. Und was sicher immer richtig ist, ist den Rosenkranz zu beten. Und dazu haben wir dir einen kleinen Pöller-Rosenkranz geknüpft hinten. Hast du schon einen? Ein zweiter ist immer gut. Nein, in jeder Tasche, immer mit dabei im Auto. Also liebe Schwester Teresa, danke, dass du hier warst, den weiten Weg auf dich genommen hast. Und uns...